einer der besten Clubs der Welt. Chelsea FC, Gewinner der Premier und Champions League. Für die Titel und Trophäen hat auch er gesorgt. Ohne Roman Abramowitsch wären diese Erfolge des FC Chelsea niemals vorstellbar gewesen. Doch hinter dem Glanz von London steckt ein dunkles Geheimnis. Und das verbirgt sich hier. Zypern. Auf der Insel werden Verträge geschlossen, die nie ans Licht kommen sollten. Es geht um Star-Trainer, Schlüsselspieler und Millionendeals, die in offiziellen Bilanzen von Chelsea offenbar nicht auftauchen. Schwarze Kassen für dubiose Fußballgeschäfte? Ein ganz klarer Regelverstoß. Hier sind Zahlungen ganz woanders erfolgt und damit ist alles das, was der Club ausweist, falsch. Die schlimmste Konsequenz wäre sogar der Ausschluss aus der Premier League. Cyprus Confidential deckt auf. Geheime Zahlungen im Fußballbusiness für den Erfolg von Chelsea. Wer viel Geld hat und das diskret investieren möchte, der kommt hierher. Zypern. Die Insel ist für einen ganz besonderen Service bekannt. Es geht um spezialisierte Dienstleister für Buchprüfung, Unternehmensgründung, Bankservice, die absolute Geheimhaltung garantieren. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn es gibt ein Datenleck, Cyprus Confidential. 3,6 Millionen Dokumente, die wir gemeinsam mit 272 anderen Journalisten ausgewertet haben. Das Leak offenbart, wie russische Oligarchen über zyprische Firmen Einfluss nehmen. Unter anderem im Fußballbusiness. Es geht um Chelsea. Und es geht um Roman Abramowitsch, den russischen Oligarchen, unter dem der Fußballclub Millionen ausgab. Für Weltstars wie Didier Drogba, Fernando Torres, Romelu Lukaku. Abramowitsch war im Grunde der erste Clubbesitzer, für den Geld so gar keine Rolle gespielt hat. Und damit hat er das Oligarchentum im europäischen Fußball begründet. Cyprus Confidential zeigt, Abramowitsch hat geheime Zahlungen getätigt. Über Briefkastenfirmen und offenbar vorbei an den offiziellen Büchern des Chelsea FC. Die Ära Abramowitsch beginnt in London im Jahr 2003. Für umgerechnet rund 160 Millionen Euro kauft der schwerreiche Russe den Chelsea FC. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich letztlich für den Club ausgeben werde. Es wird davon abhängen, wie gut wir spielen. Mehr als 2 Milliarden Euro gibt Chelsea unter Abramowitsch für Transfers aus, offiziell. Je mehr Oligarchengeld fließt, desto mehr Trophäen landen in London. Vorläufiger Höhepunkt 2012. Champions League-Finale gegen Bayern. Nach 90 Minuten 1:1. Chelsea gewinnt im Elfmeterschießen. Abramowitsch feiert mit und legt nach. Im Fokus ein junger Stürmer aus Belgien, Eden Hazard, ein Top-Talent, damals einer der begehrtesten Offensivspieler der Welt. Abramowitsch überzeugt Hazard und seinen damaligen Berater John B. Kopinak. Hazard wechselt zu Chelsea, erhält künftig 200.000 Pfund pro Woche. 35 Millionen Euro Ablöse kostet der Transfer offiziell. Im Zypern-Leak finden wir ein Dokument, das den Transfer in neuem Licht erscheinen lässt. Ein geheimer Vertrag vom März 2013, also 9 Monate nach dem Transfer. Abgeschlossen von einer Briefkastenfirma Abramowitschs, der Leaston Holdings Limited, mit einer Firma aus den Emiraten, Golf Value. Es geht um die Zahlung von 7 Millionen Euro für Beratungsdienste im Bereich der Sportforschung und Beratung. Für das Unternehmen aus den Emiraten unterschreibt der damalige Berater von Eden Hazard, John B. Kopinak. Wofür sind die Millionen? Dazu schweigt Hazards Berater. In den offiziellen Büchern des Chelsea FC taucht die Zahlung nicht auf. Ein echtes Problem für den Club, sagt der ehemalige Finanzchef der deutschen Fußballliga DFL, Christian Müller.
Ein ganz klarer Regelverstoß. Financial Fair Play zielt darauf ab, dass alle Aufwendungen im Zusammenhang mit Spielertransfers und Spielerverpflichtungen eben in der Gewinn- und Verlustrechnung des Clubs abgebildet werden. Und hier sind Zahlungen für den Kader eines Clubs ganz woanders erfolgt. Und damit ist alles das, was der Club ausweist, falsch. Der Europäische Fußballverband, UEFA, hat ein klares Regelwerk, das die Macht von Milliardären im Fußball begrenzen soll. Financial Fair Play nennt sich das. Ein Kerngedanke? Zahlungen bei Transfers muss jeder Verein selbst tätigen und offenlegen. Die UEFA sorgte sich darum, dass das ganze europäische Fußballsystem zusammenbricht und hat gesagt, wir müssen mit einem Reglement die Clubs zur Vernunft bringen. Der Fußballfinanzanalyst Kieran Maguire beobachtet seit Jahren, ob britische Fußballclubs die finanziellen Regeln beachten. Er sagt, die Enthüllungen des Zypern-Leaks könnten für Chelsea noch schmerzhaft werden. Die potenziellen Strafen gegen Chelsea könnten beispielsweise eine Finanzstrafe sein. Wahrscheinlicher und ich denke am wahrscheinlichsten ist aber Punktabzug. Die schlimmste Konsequenz wäre aber der Ausschluss aus der Premier League. Cyprus Confidential offenbart, mindestens 13 Jahre lang haben Abramowitschs Offshore-Firmen offenbar geheime Deals eingefädelt, Geldzahlungen abgewickelt. Kosten, die offenbar nicht alle in den offiziellen Bilanzen des Chelsea FC auftauchten. Und nicht nur das. Im Jahr 2014 unterstützte Abramowitsch heimlich den juristischen Kampf gegen Financial Fairplay. Seine Briefkastenfirma Leaston Holdings Limited zahlte 100.000 Pfund an einen Rechtsanwalt, der vor Gericht gegen das Regelwerk vorging. Im Vertrag heißt es, man habe in dem Fall ein Business Interest. Letztlich scheitert der Versuch. Was den Fußball so interessant macht für uns alle, ist, dass man am Ende nicht genau weiß, wer gewinnt. Und das soll eben durch Besitzer wie Roman Abramowitsch, aber auch andere, durch Staaten wie Katar, die sich große Clubs kaufen, unterlaufen werden. Die wollen genau das abschaffen. Die wollen dafür sorgen, dass man sich den Erfolg im Vorhinein kaufen kann. Mit dem vielen Geld, das sie haben. Zurück auf Zypern. Die Küstenstadt Limassol, wegen der vielen russischen Einwohner auch Klein-Moskau am Mittelmeer genannt. Wir fahren zu dem Dienstleister, der für Abramowitsch die Geheimdeals im Fußball abgewickelt hat. Mit dabei Filmteams vom österreichischen und schwedischen Fernsehen. Okay, fifth or sixth, okay. Dieser Dienstleister wurde bereits sanktioniert wegen der Zusammenarbeit mit Roman Abramowitsch. Was sagen die Verantwortlichen? Wait, excuse me, before you go up there. Sorry? We need the license. We're going to call the police. We need the license. The license for what? For taking video of the building. Wir verlassen das Gebäude. Eine schriftliche Anfrage lässt der Dienstleister unbeantwortet. Wir recherchieren weiter im Zypern-Leak und stoßen auf noch einen geheimen Vertrag von 2016. Das schlechteste Jahr in der Ära Abramowitsch. Chelsea wird Zehnter in der Premier League. Und Abramowitsch reagiert, verpflichtet den Star-Trainer Antonio Conte, zuvor Italiens Nationaltrainer. Bereits im ersten Jahr bei Chelsea gelingt Conte der Coup. Gewinn der Premier League. Conte erhält einen neuen Vertrag. Sein Gehalt wird laut Medienberichten verdoppelt. Nicht öffentlich wird dieser Deal. Abgeschlossen am selben Tag der Vertragsverkündung von der Conybear Holdings, eine Briefkastenfirma vom Abramowitsch. Die offeriert 10 Millionen Pfund für Anteile an einem Fonds, der ihm gehört. Federico Pastorello, ein italienischer Spielerberater. Er war nach eigenen Angaben in die Verhandlungen um Chelsea-Trainer Conte involviert. Auf unsere Nachfrage will Spielerberater Pastorello dazu nichts sagen, dementiert Contes Berater zu sein. Antonio Conte, der ehemalige Chelsea-Trainer, ließ eine Anfrage unbeantwortet. I think if these documents are proven,
Wenn sich der Inhalt dieser Dokumente bewahrheitet, dann spricht vieles dafür, dass Shell sie absichtlich versucht hat, Kosten aus der Buchhaltung herauszuhalten, um Financial Fair Play zu umgehen. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges 2022 musste Roman Abramowitsch seine Anteile am Chelsea FC verkaufen. Für knapp 5 Milliarden Euro. Das bis dato teuerste Geschäft in der Geschichte des Sports. Das Geld fließt in eine Stiftung, die der Ukraine zugutekommen soll. Was sagen die neuen Eigentümer von Chelsea zu den Enthüllungen? Der Verein antwortet, die Vorwürfe betreffen keine Personen, die noch bei Chelsea seien. Allerdings gäbe es womöglich unvollständige Finanzberichte bei Transfers, die in der Zeit Abramowitschs getätigt wurden. Und, Zitat, unmittelbar nach Abschluss des Kaufs hat der Club diese Angelegenheiten proaktiv bei allen zuständigen Fußballaufsichtsbehörden angezeigt, die zuständigen Aufsichtsbehörden proaktiv bei ihren Untersuchungen unterstützt und wird dies auch weiterhin tun. Die UEFA teilt uns mit, gegen Chelsea sei bereits eine Strafe von 10 Millionen Euro verhängt worden. Sollten neue fragwürdige Zahlungen festgestellt werden, könnte, Zitat, ein neues Verfahren gegen den Club eröffnet werden. Die UEFA, die Verbände müssen solche Vergehen endlich sanktionieren, sonst wird dieses Finanzdoping niemals aufhören. Und vor allem müssen sie es so sanktionieren, dass es den Clubs wirklich wehtut. Denn der größte Witz ist ja, wenn man dann eine Geldstrafe verhängt. Geldstrafen sind genau das, was diesen Clubbesitzern eben nicht wehtut. Sondern es müssten sportliche Strafen sein, also beispielsweise mal ein Ausschluss aus der Champions League. Das würde wirklich wehtun und das wäre dann auch Abschreckung. Abramowitsch schweigt auf Nachfragen. Mit seinem Geld wurde der Chelsea FC zu einem der besten Vereine der Welt. Sammelte Titel und Trophäen. Mittlerweile ist die Zusammenarbeit zwischen Chelsea und dem Oligarchen Geschichte. Die Auswirkungen der Ära Abramowitsch werden den Verein und die Fußballwelt noch lange beschäftigen. Unterdessen hat der zyprische Präsident auf unsere Cyprus Confidential Recherche reagiert. Er will eine Untersuchung starten und hat dafür Experten aus dem Ausland beauftragt. Die Enthüllungen sind Teil des Datenleaks von Cyprus Confidential. Abonnier uns, um Part 3 nicht zu verpassen. Wir sind einem geheimen Kunstschatz auf der Spur, der womöglich fast eine Milliarde Dollar wert ist. Welchen Deal ein preisgekrönter deutscher Journalist mit einer zyprischen Briefkastenfirma gemacht hat, erfährst du in Part 1.